Hallo und recht herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator. So, heute machen wir wieder mal eine neue Folge. Ich habe mir für euch mal einen schönen Aussichtspunkt herausgesucht. Wir sind jetzt ziemlich weit oben, einfach nur Optik wegen. Schauen wir mal, auf einem, irgend so einem Wehr sind wir hier, wo Wasserkraftwerk oder so ähnlich. Sieht doch cool aus, ne? So, was steht heute auf dem Programm? Wie ihr seht, habe ich mal gut vorgearbeitet und habe jetzt ordentlich Geld erwirtschaftet. Wir müssen uns ja mal ein paar Geräte kaufen. Und da wir einfach mal ein paar Maschinen mehr haben, ich habe mir überlegt, Felder sollten wir uns auch zulegen. Das werden wir jetzt gleich hier im Anschluss tun. Jetzt nur schnell schauen. Ah, jetzt müssen wir hier runter, ne? Gehen wir mal den kürzesten Weg. So. Hoffentlich haut es uns hier jetzt nicht auf die Fresse. Naja, das klappt schon. So, wie gesagt, wir gehen jetzt einkaufen. Jetzt bringe ich aber erstmal unser Gefährt zurück. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal einen anständigen Schlepper, mit dem wir sozusagen auch alles bewegen können. Was nur ein bisschen schade ist, ist, dass unser Feld mit dem Gras noch nicht so vorangekommen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Das packen wir auch noch. Dann stelle ich jetzt hier bei unseren Schweinen ab. Dann kann ich euch gerade noch mal einen Fortschritt bei den Schweinen zeigen. Obwohl ich jetzt nicht genau weiß, haben wir schon Nachwuchs? Nein. In 3 Stunden circa. Warum bleibt der da stehen? Also ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich dann Alice gespielt habe, habe ich nur Missionen gemacht, also sprich Leuten geholfen, ihre Felder zu bestellen, mit dem Hintergedanken, dass wir auch die Felder dann günstiger kaufen können, ne? So, wie man sieht, sind sie noch alle quietschfidel, unsere Schweine. Also gut, dann mal los. Gehen wir mal einkaufen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Traktor an. Hab mir jetzt schon ein bisschen hier rumgesucht. Hier sind jetzt klar die günstigeren. Und wir wollen ja jetzt mal PS-mäßig ein bisschen mehr haben. Und was ich eigentlich so immer favorisiert habe, ist jetzt hier der 300er Fendt. Wir gehen aber mal nicht ganz nach oben. Wir gehen auf die 700er Serie. Und hier bei den ganz großen Geräten. Wobei ich finde, dass wir für diese Karte eigentlich die ganz großen Schlepper gar nicht brauchen. Also die 900er Serie, da werden wir natürlich auch hinkommen. Aber mit der 700er sind wir jetzt eigentlich gut bedient. Da ist er. So, wählen wir aus. Frontlader brauchen wir nicht bei dem. Haben wir bei dem Case. Ich würde sagen, wir nehmen den größten Motor mit 240 PS. Farbe bleibt. Und Breitreifen natürlich, ne? Pflegebereifen wäre auch nicht schlecht, aber wir wollen Breitreifen. So, den kaufen wir jetzt. Jawohl. So, was ich mir auch überlegt habe als nächstes ist auf jeden Fall die Mähwerke, weil ich möchte, wir brauchen auch Gras. Also, jetzt haben wir hier das kleine Pettinger mit 3 Meter Breite. Von Anfang wird es reichen, ja, aber. Ist so nicht meins. Das hier kenne ich nicht von New Holland. Vielleicht werden wir mal zum Testzwecken mal probieren. Ich glaube, das fährt ziemlich weit seitlich raus. Dann haben wir hier nochmal Pöttinger vorne und Pöttinger hinten. Sprich, da kriegen wir komplett Breite von 8,4 Meter raus. Müssen wir natürlich
allen dreien fahren. Oder allen beiden, so rum. Dann hat es das noch von Lilly. Das ist noch ein Ticken breiter mit 9 Meter. Aber ich bevorzuge eigentlich das Pöttinger. So, dann kaufen wir uns das hier. Kaufen. Jawohl. Und das dann auch gleich mit. So, da haben wir ordentlich Geld ausgegeben. Wir bräuchten noch mehr. Ich müsste hier noch den Schwader holen. Aber, boah, da bin ich noch nicht sicher, welchen. Ob wir den mit 4,6 Meter oder den mit 9,3 Meter. Der hier ist uns zu groß. Wir brauchen keine 15 Meter. Da warten wir noch ein bisschen, weil ich möchte ja nicht das Geld auch. Oh, sorry, Mikrofon angestoßen. Ich möchte das Geld auch für Felder verwenden, ne? So, da haben wir unsere Geräte stehen. Ach, da habe ich ja noch einen zweiten Hänger gekauft. Gut. Also dann, ich sage, nehmen wir das Mähwerk mal gleich mit. So, also los geht's. Dann fahren wir mal wieder Richtung Hof. Und ich habe jetzt schon hier so ein paar Felder angeschaut, die wir uns jetzt zulegen werden. Ist eigentlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, dass wir die Felder in diesem Zustand kaufen. Wir sollten eigentlich Felder uns zulegen, die ja fertig sind, zum Abgeerntet sind oder vielleicht zum Ernten sind. Aber gut, was jetzt machen oder später. Halb so wild das. Fahren wir jetzt mal hin und holen uns gleich mal da, ich stehe heute ein bisschen neben mir und holen uns das Feld, so, das wollte ich jetzt sagen. Ich wusste jetzt nicht genau, wo es lang geht. Da geht's lang, genau. Hier ist es. Ich weiß, ich hätte Abkürzung nehmen können, aber wir versuchen es realistisch zu spielen. So gut ich das hinkriege. Ihr werdet schon noch sehen, dass mir irgendwann die Geduld fehlt, so wie jetzt gleich. Und wir dann auch mal abkürzen. So, jetzt haben wir das Feld. Kaufen, da war es doch. Ich dachte doch gerade. So, jetzt haben wir das gekauft. Jetzt sieht man auch schon wieder die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, ist. War umsonst. So, sind nur noch 130.000 Euro. Jetzt wollte ich mir nochmal das andere Feld anschauen, was das kostet. Wie ihr seht, geht schon los, dass ich schon abkürze. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Strecke wieder außen rum fahren. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Schauen wir mal, was das kostet hier. Das Feld kostet 121.000, könnte man uns gerade so leisten. Aber will ich nicht so viel Geld jetzt. Also diese beiden Felder hier, die werden wir uns auch holen, weil beim James Harris haben wir schon am meisten gemacht. Da kriegen wir es am günstigsten, dass wir für 68.000 kriegen. Ich würde sagen, das kaufen wir so. Da haben wir jetzt Zuckerrüben drauf. Okay, dann mal los. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Na? Weil Mähen ist jetzt eigentlich noch nichts. Also zumindest nicht so, dass wir mit diesem heckgetriebenen Pöttinger was anfangen können, weil die Flächen, die wir da abmähen, sind einfach zu klein sind. Wie man sieht, beginnt unsere Wiese zu wachsen. Da sieht man schon.
bisschen was hat sich getan am Gras. Aber es ist definitiv noch nicht die Größe, dass wir mähen können. So, was? Jetzt laden wir das hier mal ab. So. Gut, was wir jetzt noch machen, ist, wir holen uns jetzt noch, würde ich fast vorschlagen, ein paar Kühe. Das wird jetzt hier eine reine Kaufgeschichte, sprich eine Fahrrunde. Aber hier ist wirklich das Neue ist, dass man da wirklich präziser ranfahren muss wie im Vorgänger. So, jetzt pass auf, das kann doch gar nicht sein. Was ist denn los? Gibt's doch gar nicht. Jetzt. Ist ja furchtbar. So. So, dann fahren wir uns mal ein paar Kühe zulegen. Oder Schafe. Weiß gar nicht, was soll man zuerst machen. Und dann werden wir mal anfangen und werden mal so kleine Teile abmähen. So, wo wir am Straßenrand was finden, damit wir jetzt so ein bisschen Gras zusammenkriegen. Dann müssen wir uns noch anschauen, ob wir die Felder, die wir gerade gekauft haben, ob wir die nochmal düngen müssen. Ja, und dann müssen wir warten, bis Erntezeit ist. Wie man sieht, habe ich auf diesen Feldern hier links schon einige Lohnarbeiten ausgeführt. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir werden noch einige machen müssen. Das A und O ist eigentlich im Moment jetzt Felder kaufen. Ja, dann schauen wir mal, was es noch alles zu tun gibt. Es gibt sehr viel zu tun. Im Moment, ja, wir sind ja noch ziemlich klein, also kann ja nicht allzu viel erwarten. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo war denn das? Das war doch ganz da oben auf dem Berg. Fahren wir jetzt mal hin und dann noch mal die Landschaft ein bisschen anschauen. Warum fahren die so langsam? Das gibt's doch gar nicht. Geht's mal hier den Berg hoch. Aber oh, meine Stimme ist halt irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, er quält sich und quält sich und quält sich. Dazu können wir auch mal in Lohnarbeit gehen können hier. Müsste doch Mais sein. Das sehe ich, dass es fertig ist. Können wir ein bisschen. Ich glaube, hier werden wir auch ordentlich Geld dafür kriegen, wenn wir das abernten. Kommt alles noch. Jetzt, wenn wir mal die Kuhproduktion in Gang gesetzt haben, also die Milchproduktion von den Kühen, so rum, dann gibt es auch richtig viel zu tun.
So. Schauen wir mal. War das hier irgendwie? Oder muss ich das... Nee, das kaufe ich ja hier drüber ein, ne? So war das. Da gibt es doch hier die Tiere, oder? Da habe ich jetzt... Hier war das doch, oder? Ne, die Tiere kaufe ich gar nicht mehr hier drin, richtig? Ich habe es doch schon gemacht, wieso weiß ich das nicht mehr? Das ist doch hier ganz normal. Hey, das muss doch hier sein. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen überfragt. Kann doch gar nicht sein. Wie habe ich ihn das letztes Mal gemacht? Gut, dann war es nicht hier. Muss doch hier irgendwo der Trigger sein. Das war auf der anderen Seite, ne? Tut mir jetzt echt leid, also das ist jetzt irgendwie... Ich weiß doch, wie das geht. Ich habe es doch schon gemacht. Machen wir es so. Tiermenü öffnen, R. Leute. Ich sollte mal... Ah. So, Schafe kosten... Sind aber alle teuer hier. Okay, kaufen. Kaufen wir gleich. Wie kaufen wir denn? 6 Stück passen rein. Also gut. Haben wir schon die Kühe drin, ja. So sieht's aus. Alles klar. Was war das jetzt wieder? Oder ganz großes Kino hier. Ich habe schon gemacht und habe es wieder vergessen. Okay. Oh, jetzt kommt die nächste Frage auf. Wo fahren wir hin? Unser Kuhhof ist... Jetzt fahren wir erstmal den Berg hier runter und dann schauen wir mal auf der Karte. Das müsste ziemlich zentral liegen auf der Karte. Ich glaube, da vorne ist er ja sogar schon. Ja. So ein ganzes Stück zum Fahren, aber... Jo. So, dann. Und ich fast sagen, ich liefere jetzt die Kühe ab. Beziehungsweise machen wir auf dem Weg, die Kühe abzuliefern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich noch bei euch fürs Zuschauen. Und sage mal... Ciao.